Was ist der Morgen wert? Heute machst du nichts verkehrt. Komm, bleib bei mir. Gib mir nur eine Nacht, die alles möglich macht. Komm mit ans Ende dieser Welt. Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen duftigen Video von mir. Und wie ihr an den schwarzen, wunderschönen Verpackungen schon sehen könnt, es ist wieder Traumdüftezeit, denn der November Restock steht an. Am 29.10. um 12 Uhr geht es auch schon wieder los. Da hat die Jenny tolle Sachen für euch gegossen und ich habe die Möglichkeit, alles vorab für euch zu schnuppern und werde es diesmal auch wirklich, ihr habt euch das gewünscht, in vielen, vielen Nachrichten, die mich erreicht haben, wo ihr geschrieben habt, ja, die Mädels lesen immer die Duftbeschreibung vor, aber wir gucken ja eigentlich, um zu hören, wie du sie findest. Also werde ich dieses Video einfach mal so ein bisschen anders gestalten und mich euren Wünschen so ganz anpassen und das mit meiner Nase beschreiben und wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen. Der Sale geht auch weiter. 5 Jahre lautet der Code. Ich blende euch das alles auch nochmal ein. Ihr seht das auch unten in der Infobox. Ihr bekommt 25% auf Sale und auf den September und Oktober Restock sogar nochmal 25% auf die Customs. 10% und 30% auf Sale. Also es ist wirklich richtig viel los und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Shoppen, viel Spaß bei diesem schönen Video. Am 29.10. 12 Uhr geht's los und wir schauen uns die Düfte jetzt genau an. Wie immer könnt ihr auch bei der lieben Petra gucken. Auch sie beschreibt die Düfte. Ich bin auch schon ganz gespannt, wie sie das macht. Auch immer wieder traumhaft schön und hat eine ganz andere Nase als ich. Und deswegen gucken wir mal, was ich denn hier im November Restock bei Traumdüfte für euch schnuppere. Viel Spaß! Beginnen wir mit einem Herz, das sie gegossen hat. Auch wieder in so einem schönen Farbverlauf in Grün. Coconut Snowball. Und mit Kokosnuss und Schnee beginnt der November. Ja, Jenny, da könntest du auch durchaus recht haben, denn bei uns wird es langsam wirklich isselig und kalt. Und der Duft ist fantastisch. So, ich beschreibe ihn jetzt, wie gesagt, wir machen es jetzt wirklich so, dass ich euch sage, was ich rieche. Und ihr riecht die Kokosnuss, ganz, ganz klar. Ihr riecht eine geröstete Kokosnuss, die ist sehr, sehr angenehm. Die ist also nicht sommerkokoslastig, sondern eine schöne gebackene Kokosnussnote, fast schon wie bei einer Makrone. Und ihr riecht so eine angenehme Frische. Ihr riecht so ein bisschen, ja, so ein bisschen grün riecht ihr mit raus. Aber wirklich ganz, ganz dezent. Das wird nur ganz leicht von dieser Kokosnuss getragen. Und er hat auch so einen ganz leichten, minimalen Nuss-Pistazien-Einschlag. Super angenehm, ein ganz, ganz leckerer Duft. Kokosnuss, Coconut Snowball, Kokosnuss Snowball. Und ich rieche jetzt auch nochmal hier am Popo. Ja, genau, der hat so eine ganz angenehme Frische. So ein bisschen, einen ganz leichten Seifencharakter, ganz minimal. Aber die gebackene Kokosnuss kommt raus. Und das riecht weihnachtlich, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ein ganz, ganz, ganz toller Duft, große Empfehlung. Ich bin sonst kein Kokosnussfreund, aber der gefällt mir richtig gut. Sehr schön gemacht, Jenny. Coconut Snowball. Der nächste Duft, den wir gemeinsam aufmachen und uns angucken, ist Cupcake. Und Cupcakes gehen immer, da ist die Jahreszeit fast egal, auch im November. Auch hier guckt euch bitte mal wieder das Wachs an. Super schön gemacht. Ich halte euch das jetzt weiter in die Kamera. Und Cupcake, da erwarten wir natürlich was zuckrig Süßes. Und ich schnuppere mal für euch. Okay, was ihr hier riecht, ist eine Zuckerglasur und zwar eine rote Beerenglasur aus Zucker, aber der hatte auch so einen parfümigen Einschlag. Ihr riecht eine Kuchennote, ganz klar, aber ihr riecht diese Zuckernote und zwar fast schon wie von so einem roten Zuckerapfel. So riecht das und dieser Zuckerapfel ist mit einer gebäckigen Note und kommt mit ein paar Gewürzen einher, aber wirklich ganz, ganz, ganz wenig. Aber dieser rote Zucker, dieser Liebesapfelglasur und dieser Kuchenteig kommt hier durch. Der ist super lecker. Aber er hat auch einen parfümigen Einschlag. Das ist jetzt wirklich neu, dass ich die Duftbeschreibung nicht lese. Aber ich finde das ziemlich cool, weil ihr euch so natürlich auf meine Nase verlassen könnt. Und viele von euch haben halt gesagt, wir hören uns immer dann das an, was du beschreibst. Und danach suchen wir aus. Und das trifft es dann auch. Und ich persönlich mache es eigentlich auch so.
Und hier könnt ihr euch wirklich drauf verlassen. Es ist ein roter, knackiger, zuckriger Glasurduft, der durchkommt. Und was Gebäckiges und ein kleiner, parfümiger Einschlag, der das Ganze so ein bisschen edel macht. Also so ein erwachsener Cupcake, vielleicht auf so einer edlen Geburtstagsparty. So könnte ich mir das vorstellen. Sehr, sehr lecker, sehr angenehm. Cupcake, auch eine Empfehlung. Gefällt mir sehr, sehr gut. Weiter geht's mit Granny's Pumpkin Pie. Und da kriege ich immer so ein bisschen Bange, weil ich überhaupt nicht der Kürbistyp bin. Das wisst ihr auch alle. Deswegen bin ich jetzt hier sehr gespannt. Hoho. Also an Glitzer hat sie nicht gespart, die liebe Jenny. Und das gefällt mir natürlich auch wieder gut. Wollen wir wieder versuchen? Soll ich es euch einfangen? Da ist es. Wartet mal. Hier glitzert es. Oh, herrlich, oder? Da kommt selbst im November Weihnachtsstimmung auf, Leute. So muss das sein. So, Granny's Pumpkin Pie, Omis Kürbiskuchen. Ich nehme mal einen Schnupper. Die Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. Oh, und der ist herrlich. Okay, ihr riecht, ja, ihr riecht Zimt und Nelke und ein bisschen Anis. Ihr riecht die typischen Gewürzmischungen eines Kürbis oder eines Apfelkuchens im Herbst. So, und ihr riecht natürlich Kürbis. Aber es ist ein frischer Kürbis und fast schon ein weißer Kürbis. Und der ist sehr, sehr angenehm, denn er hat so einen nussigen Apfeleinschlag. Und das gefällt mir sehr gut. Also wenn man mir jetzt sagen würde, es ist ein gebackener Apfelkuchen mit viel Zimt, würde ich, also mit viel Gewürz, ich rieche auch wirklich viel diese Weihnachtsgewürze hier durch, würde ich da mitgehen. Und das gefällt mir richtig gut. Es ist eine Kuchennote, ganz klar. Ihr riecht diesen Kuchenmoment, diesen frisch gebackenen Gewürzkuchenmoment, fast schon wie so ein Gewürzbrot, wie so ein schwedisches. Und das gefällt mir richtig gut. Es ist ein gebackenes Pumpkin-Früchtebrot, was sehr, sehr lecker ist. Also selbst ich, die keine Kürbisnase ist, kann hier eine warme Empfehlung aussprechen. Sehr, sehr schön gemacht. Der Granny's Pumpkin Pie. Mit Schaumbad geht's weiter und je kälter es draußen wird, umso lieber gehe ich natürlich auch in eine heiße Badewanne, obwohl ich ansonsten eigentlich eher so der Duschfreund bin und auch das Wachs hat sie super gegossen, es glitzert und ist schön blau, fast schon wie so ein herrliches Vollbad, so ein blaues Vollbad, wo ich immer mit meiner Tochter drinne sitze und wir es uns dann da eine Stunde gut gehen lassen. Und genauso riecht der. Der riecht wie ein blaues Seifenschaumbad. Der riecht wie dieses frühere Jade-Schaumbad, wer das noch kennt. Oder es gibt so ein Bad von Hip, Familienbad heißt das. Das färbt das Wasser so schön blau. Genauso riecht der. Der riecht wie ein herrliches blaues Schaumbad. Richtig schön seifig, richtig sauber, richtig luxuriös. So soll es im Badezimmer riechen. Dieser Duft ist perfekt. Im Moment führt er hier absolut meine Lieblingsliste an und ist somit eine absolute Empfehlung. Er riecht wie ein luxuriöses Schaumbad. Und das hat sie super getroffen. Bis jetzt ein absoluter Top-Favorit. Mal sehen, was noch so kommt. Aber Schaumbad ist eine absolute Empfehlung von mir. Ist das nicht schön? Eigentlich bräuchten wir uns doch nur diese Verpackung angucken und wir wüssten, was jetzt kommt. Denn das ist immer so das Highlight bei Traumdüfte. Und das hat die liebe Jenny da wirklich super kreiert. Die Schachtel, da könnte da natürlich was anderes reinpacken. Und Sweater, Weather ist drin. Und natürlich ein schöner Kaschmir-Sweater soll es im November auch sein. Und guckt euch das an. Ist das nicht hübsch und traumhaft gegossen? Das sind verschiedenfarbige, schöne, so ein Weihnachtskranz. Hier hat sie kleine, was ist das? Kleine Hufeisen, die Glück bringen sollen. Kleine Glöckchen oder so. Also es ist wirklich ganz, ganz fantastisch. Hier, guckt mal. Wölkchen. Oh, ist das herrlich. Und wenn es draußen uselig ist und man so ein Sweater anhat, dann macht das natürlich Spaß. Das Ding ist randvoll und ich glaube, sie nimmt 9 Euro dafür. Ich finde das absolut gerechtfertigt. Schaut mal meine Hand. Und das Ding ist voll bis unter das Dach. Also wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und der Duft ist fantastisch. Ihr riecht hier so einen grünen Moment, so einen Minzmoment. Und ihr riecht auch einen herrlichen balsamischen Moment und so ein bisschen Kaschmir. Also es ist wirklich sehr, sehr edel. Ihr riecht Balsam, Cedar, ihr riecht einen Kaschmir-Moment, ihr riecht einen Weichspüler-Moment, wie frisch gewaschene
Kaschmir-Pullover. Also so riechen meine Kaschmir-Sachen, wenn die aus der Feinwäsche kommen und die so hängen und Luft trocknen. Und ihr riecht diesen, ja, diesen, ihr riecht einen grünen Winterwald sogar. Ihr riecht ein bisschen, ja, balsamisches Schaumbad. Ihr riecht frisch gewaschene Wolle. So riecht der. Der riecht wie ein Sweater. Und Sweater Weather. Und genauso soll er auch sein. Super lecker. Ein bisschen eine leichte Süße kommt raus, so eine balsamische Süße. Hier fliegt eine Fliege rum, die hat jetzt hier auch bei mir immer so ihre 5 Minuten Ruhm. Den soll sie auch bekommen. Es ist eine absolute Empfehlung. Ich finde immer, die sind immer besonders gut gelungen und ich liebe, liebe, liebe diese braunen Döschen. Und Sweater Weather ist ein absoluter Top-Tipp von mir. Sehr, sehr schöner Duft, toll, toll gemacht. Es geht weiter mit Cranberry Rhubarb und ich bin immer froh, wenn so ein bisschen Cranberry-Rhabarber-Düfte dabei sind, weil ich so eine absolute Rhabarber-Nase bin. Ich liebe Rhabarber. Wir gucken uns mal das Wachs an. Auch wieder sehr, sehr schön geswirlt und gebartigt. Farbverläufe gefallen mir wieder sehr gut, aber das ist ja bei Jenny mittlerweile gehört das zum guten Ton. Und ach, herrlich, ihr riecht Rhabarber und zwar einen richtig sauren Rhabarber. Ihr riecht diese Cranberry und ihr riecht die Cranberry so richtig brisselt. Das brisselt richtig in der Nase. Richtig wie Cranberries on Ice. Wer diesen Yankee Candle Duft noch kennt, so riecht der. Sehr, sehr, sehr lecker. Ihr riecht wirklich Cranberry und ihr riecht Rhabarber und so. Nach nichts anderem riecht der. Und was ich euch aber jetzt hier sagen kann, der hat einen absoluten, durch diese saure, die der hat, durch diese beiden sauren Früchte, oder Obstsorten, hat er einen Prosecco-Moment. Der riecht also wie ein Rhabarber-Prosecco. Gibt es in Hannover eine geile Kneipe, die Rhabarber-Wolf anbietet. Liebe Grüße an euch, wenn ihr zuguckt. Und das ist mein Favorite-Getränk und das ist Sekt mit Rhabarbersaft. Und genauso riecht der. Ich glaube, die machen auch immer Wodka dran. Und dieses brisselige Sektgesöff riecht ihr hier auch raus. Ich liebe das. Das ist ein Silvesterduft in meinen Augen. Aber natürlich auch im November machbar. Toll. Top-Empfehlung. Gefällt mir sehr gut, weil es Rhabarber ist. Cranberry Rhubarb. Ihr riecht Cranberry und Rhabarber. Ganz, ganz toller Duft. Super. Cinnamon Sugar ist der nächste Duft für den November Restock und ich finde, bei Cinnamon Sugar kann man fast nichts falsch machen, außer es kommt jetzt ein Maggi-Moment. Aber bei Jenny kommt nie ein Maggi-Moment. Zimtfarben, Zuckerfarben und wer Milchreis-Fan ist mit Zucker und Zimt, der sollte hier jetzt voll auf seine Kosten kommen und ich hoffe es. Ach, Zucker-Zimt-Gemisch, nach nichts anderem riecht er. Ich brauche hier auch gar nicht lange Theater drum zu machen. Mischt Zucker, mischt Zimt und haltet einen Rüssel dran. Genauso riecht dieser Duft. Das sind Kindheitserinnerungen pur. Boah, wunderschön. Und das Schöne an diesen Düften ist seine Einfachheit. Denn die macht ihn edel und speziell. Er riecht nach nichts anderem als nach Zucker und Zimt. In einem ganz ausgeglichenen Verhältnis. Ich finde es wunderschön. Ganz toller Duft. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir merken, dass es November wird, wenn Jenny Kuchendüfte gießt. Warm Apple Pie ist der nächste Duft. Guckt euch bitte mal das Wachs an. Ich liebe ja solche Brombeertöne und auch hier das Glitzer. Ich versuche es euch einzufangen. Da kommt doch auch schon wieder ja, Weihnachtsstimmung auf. Wer von euch dekoriert denn im November schon die Weihnachtssachen? Ich gehöre übrigens dazu. Sobald Halloween vorbei ist, räume ich weg. Und dann geht das hier bei mir los und dann verwandelt sich mein Haus in eine Nordpolstation und ich hoffe, Warm Apple Pie wird dazugehören. Ach, herrlich. Ist ein gebackener Apfelkuchen. Ein gebackener Streusel-Apfel-Gewürzkuchen. Ihr riecht den Zimt, ihr riecht Kümmel, ihr riecht Anis, ihr riecht Kardamom, ihr riecht Nelke und ihr riecht warmen, gebackenen Teig und Apfel, gebackene, süße, knackige Äpfel, Streusel obendrauf, Zimt und Zucker. Ihr riecht den Zimt super durch, ihr riecht diese Nelken, diesen, ich hatte Kümmel gesagt, das ist natürlich absoluter Blödsinn, Anis und Nelke, aber auch viel Zimt und ihr riecht, das riecht wie ein Streusel, warmer, gebackener Apfelkuchen, wo man oben drüber, wenn der frisch aus dem Ofen kommt, noch mal eine dicke Ladung Zimt und Zucker streut. Ich habe nämlich neulich erst gebacken. Ich hatte aber übrigens noch ein paar Erdbeeren, die habe ich mit dran gemacht. Das ist eine absolute Top-Empfehlung. Der war in 0, nix weggefuttert und
Das hier ist ein toller Gebäckduft. Ganz, ganz toll. Ihr riecht nichts anderes als diesen warmen Gewürzapfelkuchen mit viel Streusel. Das ist eine absolute Empfehlung. Für alle Foodie-Nasen ein absolutes Muss. Wunderschön Warm Apple Pie. Butterscotch Chai ist der nächste Duft für den Oktober. Und Butterscotch und Chai, das sind so Sachen. Wir probieren. Der Wachs ist natürlich wieder sensationell gegossen und Butterscotch Chai ist natürlich so ein Getränk. Ich denke mal, das wird der lieben Petra gefallen. Das ist alles so ein bisschen irisch, englisch, amerikanisch angehaucht. Ich persönlich, Butterscotch, da nehme ich Reis aus. Wir wollen schnuppern. Okay. Den Chai-Moment, den habt ihr tatsächlich, aber der ist ganz, ganz leicht. Was ihr riecht, ist hier zerlaufene Butter und dieser Scotch-Moment, Butterscotch. Es ist quasi, ihr riecht wirklich eine zerlaufene Butter, die so ein bisschen anfängt zu karamellisieren. Ihr riecht diesen Chai und er hat auch so eine leichte Porridge-Note. Ist super interessant, diesen Scotch-Moment zu beschreiben, denn er hat keine alkoholische Note, überhaupt nicht. Da braucht ihr keine Angst haben. Er ist sehr, sehr sanft. Ne? Und es ist natürlich, man weiß, was gemeint ist. Und ich bin nicht so der Freund von dieser zerlaufenden Butter, daher ist das jetzt hier nicht mein Duft. Aber ich weiß, dass ihr sowas feiert und euch wird dieser Duft gefallen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil diese Gewürze überhaupt nicht dominant sind, sondern dieser Butterscotch kommt oben durch und das riecht super, super lecker. Wer also Zucker, geschmolzene Butter, Scotch, diese Mischung von so einem wunderbaren Getränk liebt und eben auch diesen Chai-Moment, da ist er hier super gut bedient. Und deswegen ein sehr interessanter Duft. Butterscotch Chai habe ich übrigens so auch noch bei keiner Duftgießerin gesehen. Finde ich super klasse, dass sie sich daran wagt. Und bin gespannt, wie er euch gefällt. Lasst es mich gerne wissen. Im November werden meine Wünsche erhört. Und es ist noch gar nicht Weihnachten, Jenny. Ich gehe ihr seit Juli auf den Keks mit. Gieß bitte ein Eggnog, gieß bitte ein Eggnog. Denn Eggnog ist mein Leben. Und meine Träume sind wahr geworden. Sie hat Eggnog gegossen. Und da muss auch nichts geswirlt oder nichts gemümmelt sein. Es reicht ein gelber Eggnog. So sieht Eggnog aus. Und ich liebe zur Weihnachtszeit im November auch schon den heißen Eggnog mit Fettsahne und Zimt obendrauf. Und genauso riecht der. Ihr riecht diesen Eierpunsch mit Sahne. Und überhaupt nicht aufdringlich. Es gibt ja so Düfte. Ich hatte von Sensi da mal so ein Eggnog. Das war überhaupt nicht so. Da war ich sehr enttäuscht, weil der wirklich super gewürzlastig war. Den hat mir die liebe Petra zur Verfügung gestellt. Nochmal vielen Dank an dich, liebe Petra. Und das hier ist der einzig wahre Eggnog. Gelber Eierlikör-Eggnog. Mit viel Vanilleschlagschaum obendrauf, frisch vom Weihnachtsmarkt, heiß dampfend ins Glas gegossen und dann die Nase drüber gehalten, so riecht der. Jenny, danke, eine 1 bitte setzen, es ist der absolute Knaller. Kauft euch bitte Eggnog, füllt euch das literweise ab, das wird euch durch die kalte Jahreszeit bringen. Ich liebe den Duft, ich bin ihr unendlich dankbar, dass ich es realisieren konnte und Eggnog ist ein absoluter, absoluter Top-Tipp von mir. Hier sind null Gewürze drin, ihr braucht keine Angst haben, ihr riecht Eggnog mit viel Vanillesahne und nach nichts anderem riecht der super, super, super lecker. Also heute bin ich hier, glaube ich, bei Wünsch dir was, denn ich als Blueberry-Mädchen und Marshmallow-Mädchen und kriege hier serviert Blueberry-Marshmallow und ich freue mich, denn ich bin ein absoluter Blaubeer-Fan. Ihr könnt es sehen, es gibt ein früheres Video von mir, wo ich Blaubeerdüfte getestet habe und ich freue mich, ich schnuppere Blueberry-Marshmallow. Oh, jawohl, Jenny, der ist super. Ihr riecht eine herrliche, künstliche, leckere, saftige, süße Blaubeere. Fast schon, wenn ihr ein Glas Heidelbeeren aufmacht und da rein riecht, diese gezuckerten, wisst ihr? So riecht das und ihr habt diesen süßen Vanille-Marshmallow-Moment. Der riecht so ein bisschen wie der Blueberry Scone von Yankee Candle, wer den kennt. Einer meiner absoluten Lieblingsdüfte. Wenig Gebäck. Ihr habt hier wirklich süße Blaubeere und süßes, vanilliges Marshmallow.
Es hat so ein bisschen was von diesem blauen Huba-Buba Blaubeer-Kaugummi, wer die noch kennt. Und das ist so ein leckerer, süßer Duft. Und je länger ich dran rieche, wartet mal, jetzt muss ich mal hier, umso authentischer wird der Blaubeerduft. Fantastisch, fantastisch. Man kann ja im Grunde keine Blaubeerdüfte authentisch kreieren. Das geht ja nur künstlich, das ist mir schon klar. Aber der hier ist eine 10. Das ist eine 10. Ich liebe den. Oh, ist der schön. Blaubeere, Marshmallow, nach nichts anderem riecht der. Das ist ein Top-Tipp für alle Blaubeer-Fans. Und wer Blueberry-Muffin, wem das zu gebäckig war und wem Blueberry-Scone gefällt, der ist hier super bedient. Deckt euch ein, das ist ein Wahnsinnsduft. Wenn ihr es nicht macht, mache ich's und werde euch alles wegkaufen. Aber ich weiß, die Jenny hat ganz, ganz, ganz viel gegossen und Top-Tipp, gefällt mir. Blueberry-Marshmallow. Ich liebe ja erwachsene Düfte und ich kann mir vorstellen, dass Mahagoni, Teakwood, generell Teakwood, diese hölzernen, maskulinen Noten, wunderbare, erwachsene, schöne, feierliche Düfte sind und novembergerecht. Und Mahagoni, Teakwood hat, wer Mahagoni, Teakwood schon mal gerochen hat, das hat so eine parfümige Süße. Also diese Hölzer können wirklich was. Und mir gefällt auch die Farbe, der Swirl ist wunderschön. Und ich möchte mal schnuppern. Och, wunderbar. Der hat einen, Teakwood-Holz hat so ein bisschen so einen geräucherten Charakter und der kommt ja auch durch, so ein bisschen minimalen süßen Lagerfeuermoment, aber ihr riecht dieses Mahagoni-Teakwood und das ist ein wunderbarer, süßer, fast schon zedernholzartiger Charakter. Ihr riecht eine absolute Süße, ihr riecht so ein ledernes Holz, ihr riecht eine sehr süße, angenehme, weiche, warme Note raus. Und Mahagoni Teakwood erinnert mich immer an ein Männerparfum. Und wer von euch von Givenchy den klassischen Pie-Duft für den Mann kennt, der wird sich sehr, sehr freuen, denn genauso riecht er. Der riecht nach Givenchy Pie. Und das ist ein ganz fantastischer, edler Duft. Sehr, sehr süß, sehr, sehr weich, sehr, sehr ledern, sehr, sehr hölzern. Und sehr, sehr entspannt. Also er trägt euch. Und er hat auch so ein bisschen was von dem klassischen Valentino. Genau, es ist ein ganz, ganz süßer, edler, luxuriöser Männerduft, der überhaupt nicht beißend, stechend ist. Ihr habt dieses warme Holz, ihr habt diesen rauchigen Charakter, diese vanillige Süße, fast schon wie aus einer Vanillepfeife und dieser edle Mahagoni-Teakwood-Moment und das gefällt mir wunderbar. Es ist ein ganz, ganz toller, edler, sehr erwachsener Duft und er gefällt mir super, super gut. Es ist für mich ein absoluter Flurduft oder auch ein Wohnzimmerduft. Und ich werde ihn genießen und ich kann ihn euch nur ans Herz legen. Vergleicht ihn sehr, sehr gerne mit den beiden Parfums, die ich euch genannt habe, denn so riecht er tatsächlich. Ganz, ganz, ganz fantastisch. Ganz große Leistung. Super gemacht, Jenny. Der nächste Duft ist Scent Fusion und darunter kann ich mir überhaupt nichts vorstellen. Wir sehen ein grünes Wachs, ich nehme es mal für euch raus, herrlich gebartigt oder geswirlt, wie ihr es immer nennt, finde ich ganz, ganz, ganz fantastisch. Hoppala, hoppala, komm mal her hier. Mmh. Oh, ist der schön. Also, Schaumbadcharakter, wir sind wieder im Badezimmer, ihr riecht ein ganz edles, luxuriöses Schaumbad, Duschbad. Ihr riecht eine grüne Frische und einen absoluten Nivea-Creme-Moment. Das riecht fast schon, als wenn man so ein balsamisches Schaumbad mit Nivea-Creme vermengt und sich darin badet. Ihr riecht diese, ihr habt einen ganz leichten Zitruseinschlag, ihr habt weiße Blüten, ihr habt diese balsamische Frische und ihr habt einen ganz tollen parfümigen Creme-Moment. Wenn das eine Bodylotion wäre, ich würde mich damit einschmieren, ich würde darin baden. Es ist ein ganz, ganz fantastischer Duft. Erinnert mich auch wieder an Parfum. Komme im Moment nicht drauf, aber wenn mir das einfällt, sage ich euch das sehr, sehr gerne. Scent Fusion ist ein blumiger Creme-Moment mit so ein bisschen Schnittgrün drin. Gefällt mir sehr, sehr gut. Diese weißen Blüten sind super angenehm. Hat fast schon so einen leichten weißen Roseneinschlag. Ganz, ganz toll und im Badezimmer ein Must-Have. Große Empfehlung, große Liebe, Scent Fusion. November, ne?
Apfel- und Kürbiszeit. Ich weiß. Pumpkin Apple ist der nächste Duft und ich bin gespannt. Bisher hat mir ja Ihre Kürbiskreation immer gut gefallen. Können wir bitte mal über diesen Swirl reden? Super, oder? Es sind die Apfel- und Kürbisfarben, genauso muss das sein. Halloween haben wir geschafft, im November wird es trist und grau und Pumpkin Apple, also Kürbis und Apfel, ich schnuppere für euch. Genau, er riecht im Grunde nach Apfel, roten, saftigen, knackigen Herbstäpfeln, November-, Oktoberäpfeln. Und er riecht nach Kürbis und er riecht nach Gewürzen. Er riecht im Grunde wie ein Apfel-Kürbis-Gewürzkuchen. Ich rieche Zimt, rieche auch hier wieder ein bisschen Nelke und ein bisschen Anis. Und das macht es, also wenn man es mir jetzt vor die Nase hält, hat es einen absoluten Bratapfel-Kürbiskuchen-Moment, nur ohne diesen krassen gebäckigen Einschlag. Es ist fast wie, wenn man einen Kürbis und einen Apfel mischt, das in den Ofen schiebt und mit Zimtzucker übergießt und ausbäckt. So riecht das. Super, super lecker und schön gefällt mir. Also diese absolute Süße, die du hier geschaffen hast, mit diesen Gewürzen drinne, reißt das Ganze rum und mir gefällt das sehr, sehr gut. Pumpkin Apple, toll gemacht. Vanilla Toffee. Eigentlich möchte ich euch diesen Duft empfehlen, ohne dran zu riechen, denn was möchte man bitte an Vanille und an Toffee falsch machen? Außer man hat zu wenig davon. Ich glaube, ich liebe ihn. So, also der Swirl sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Vanille und Toffee gefällt mir sehr, sehr gut. Eine butterig-süße Zucker-Vanille und leckerer Karamell-Toffee. So ein richtiger Toffee-Bonbon, wie wenn ihr diesen Plombenzieher auspackt und dran riecht. Werthers echte oder Karamell-Toffee und das schön mit Vanille, mit süßer Zucker-Vanille übergossen. So riecht der. Kein Gewürz, kein Gedöns, kein gar nichts. Einfach Vanille-Toffee. Und das gehört wirklich in jede Winterstube, dieser Duft. So möchte ich, dass meine Küche riecht, so möchte ich, dass mein Haar riecht, mein Bett. Vanille-Toffee ist ein so leckerer Duft. Kein Maggi-Moment, überhaupt nicht. Braucht ihr keine Angst haben. Ihr riecht wirklich nur diese beiden Duftnoten. Es gefällt mir super, super gut. Eine absolute Empfehlung. Vanille-Toffee. Ich habe wirklich blind gegriffen, ich schwöre. Toffee-Waffles, als ob meine Gebete erhört wurden. Und man sagt ja Karma und das, was man aussendet, kriegt man zurück. In meinem Fall Toffee. Toffee-Waffles bekomme ich zurück. Ich packe aus und wir freuen uns wieder über Glitzer. Obwohl es noch nicht Weihnachten ist, sondern wir über den November-Restock sprechen. Ich hatte mir eigentlich immer vorgenommen, hier auch Weihnachtskalender auszupacken, aber es gibt wirklich so tolle YouTuber, die das machen. Malwanne zum Beispiel, liebe Grüße an die Vanessa. Da muss ich damit nicht auch noch anfangen. Und ich bleibe dann hier bei Jennys Kreation und habe den Glitzer für euch eingefangen und wir werden jetzt schnüffeln an Toffee-Waffles und ist der schön. Ihr riecht diesen Karamell-Toffee-Moment ohne Maggi. Keine Sorge. Und ihr riecht frisch gebackene Waffeln. Wie aus diesem Waffeleisen oder vom Weihnachtsmarkt stand. Und das übergießen die euch noch mit flüssigem Toffee. Also im Grunde habt ihr dieses Ding dann in der Hand. Es trieft, die Waffeln sind knusprig. Und ihr wisst, wenn ihr das jetzt eininhaliert habt, wiegt ihr 4 Kilo mehr. Und es ist völlig egal. Ihr macht es trotzdem, weil es einfach so, so lecker ist. Oh, riecht der schön. Der riecht hier einen absoluten geschmolzenen Zuckermoment. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Kurz vor der Karamellisierstufe, das ist dann dieser Toffee. Und ihr riecht diese gebäckige, ganz leichte Waffelnote. Fast schon so dieser teigige Moment, wo man im Grunde einen Finger reinstecken möchte. So ein leckerer Duft. Toffee Waffles ist eine absolute Empfehlung. Auch hier wieder ein Vanillemoment. Keine anderen störenden Faktoren, nur diese beiden Sachen, die ihr riecht. Ganz, ganz toll. Toffee Waffles. Sweet Cheesecake. So ein Käsekuchen ist ja was richtig Schönes. Und da, wo ich herkomme, bin ja aus Mitteldeutschland, ehemalige DDR. Bei uns heißt das Quarkkuchen. Und bei uns ist halt der Unterschied, ich weiß nicht, wie ihr den backt. Cheesecake ist bei uns im Grunde ein Quarkkuchen mit frischem Quark. Ich weiß aber, die Amis oder Starbucks oder wie auch immer, oder jetzt hier halt viele Fertigkuchen, die man kaufen kann, sind halt Cheesecakes mit
Philadelphia, also mit Frischkäse gebacken. Und ich könnte mir vorstellen, wir wollen mal an dem Duft hier schnuppern. Ich liebe ja Cheesecake in allen Variationen. Und süßer Cheesecake könnte ich mir vorstellen, dass der so einen vanilligen Einschlag hat. Gefällt mir hier wieder sehr, sehr gut. Ah, ja, genau. Er riecht im Grunde wie ein süßer amerikanischer Cheesecake. Er riecht wie diese Buttercreme, diese Milchmischung. Also ihr riecht frisch aufgeschlagene Milch. Eine Steamed Vanilla Milk riecht ihr raus. Ihr riecht diesen Cheesecake-Moment. Und ihr riecht diesen Mürbeteigboden, auf den er dann ausgebacken wird. Im Grunde wie so ein Starbucks Vanille Cheesecake ohne Erdbeeren. Frucht ist hier nicht mit drin. Ihr riecht also nur diesen Sweet Cheesecake. Och, lecker, lecker. Ich kriege jetzt richtig Appetit. Mensch, super lecker. Super authentisch auch getroffen. Ihr riecht diese Gebäcknote, diesen Mürbeteigboden. Ihr riecht diesen Cheesecake und nichts anderes riecht ihr. Keine Gewürze, keine störenden Faktoren oder irgendwelche Side-Effects, wo man sagt, die passen nicht zum Duft. Ein süßer Cheesecake, wenn ihr die Augen zumacht und riecht dran, denkt ihr, ihr steht direkt davor. Ganz, ganz lecker, gefällt mir super gut, absolute Empfehlung. Der nächste Duft ist einer, auf den ich mich besonders freue. Black Forest Gâteau heißt er, auch wenn das nicht draufsteht, aber Black Forest Gâteau, das hat mir die Jenny gesagt. Und Schwarzwald, Black Forest Gâteau, unter Schwarzwald an sich hatte ich ihr dann gesagt, oh du, wo kommt jetzt was mit Schinken und mit Gewürzgurken-Moment? Aber nein, Black Forest Gâteau hat natürlich dann, kann man sich schon vorstellen, was jetzt kommt. Und das kommt auch, ihr habt einen absoluten hölzernen, das ist ja total verrückt, Black Forest Gâteau. Also stellt euch bitte vor, ihr riecht eine Holzhütte, in die ihr reinkommt. Und die ist nur aus Baumstämmen gebaut, so ein Schwedenhaus. Und so riecht er. Ihr riecht dieses Holz, ihr riecht dieses Leder, da steht ein Ledersofa drin, das rieche ich. Ihr riecht, dass ihr mitten im Wald seid. Ihr riecht also Balsam, ihr riecht Baumrinde. Ihr riecht dieses Holz, das Holz ist frisch lackiert. Jetzt nicht falsch verstehen, das riecht nicht nach Lack. Aber ich will euch nur diesen Moment, den ich hier wahrnehme, suggerieren, denn der ist so genial, dieser Duft. Ihr habt diesen Moment, wenn ihr in dieser Black Forest Gâteau, wenn ihr in so einem Chalet drin steht, möchte ich jetzt mal sagen, in so einer Blockhütte. Und jetzt kommt so ein parfümiger, balsamischer Moment durch, ganz, ganz leicht, Cremenoten, so ein bisschen fast schon wie Pinie. So ein leckerer, interessanter Duft. Also Black Forest Gâteau müsst ihr ausprobieren. Ist für alle, die auf hölzerne Nuancen stehen, auf blättriges Grün, auf Wald, auf Hüttencharakter, so riecht dieser Duft und der ist so authentisch und so schön getroffen. Es gefällt mir unheimlich gut. Ist ein absoluter Geheimtipp und ihr müsst ihn euch bestellen und mir eure Meinung sagen. Black Forest Gâteau, ganz, ganz toll. Ich stelle gerade fest, wenn ich die Duftbeschreibungen nicht lese, ich habe jetzt nämlich immer mal nebenbei so drauf geguckt, was drin ist, ist es manchmal verrückt, was ich rieche und was tatsächlich drin ist. Und ich glaube mittlerweile, dass ihr recht habt mit dem, wenn man sagt, sag uns mal nicht, was drin ist, sondern sag uns, was du riechst. Denn es ist manchmal, ich verstehe euch, dass man manchmal einen Duft nicht kauft, weil man dann unsicher wird. Aber diese Nuancen, die sich dann verbinden zu dem, was ich dann wahrnehme, einen Duft ergeben, der wirklich grandios ist. Und ich glaube, dass das eine angenehme Sache ist, wenn man so ein bisschen blind duftet. Ich lese es immer danach, sodass ich wirklich unvoreingenommen euch sagen kann, was kommt. Wie zum Beispiel jetzt wieder ein herrliches Waffelherz mit White Pumpkin, weißer Kürbis. Dafür bin ich übrigens zu haben, hatte ich euch vorhin erzählt. Wenn Kürbis, dann muss er weiß sein. Wir schauen bitte. Ich versuche euch auch hier. Herrlich, ne? Das sieht edel aus. Weißer Kürbis, so sieht übrigens meine Weihnachtsdeko auch aus. Weiß, Gold. Aber in diesem Jahr natürlich auch wieder kunterbunt wie auf einer Party, dadurch, dass ich eine 2,5-jährige kleine Tochter habe, deren Wunschzettel jetzt bereits an der Wand hängt. So, White Pumpkin. Okay, ihr riecht hier, das allererste Mal habe ich jetzt hier so einen klitzekleinen Maggi-Moment.
Das liegt am Karamell, was drin ist. Ich rieche Zuckermoment, Zuckerkaramell und weißen Kürbis. Das ist eine süße Kürbis-Gewürznote. Und leider nehme ich hier eine leichte Maggi-Note durch. Also wer jetzt hier eine Maggi-Nase hat, wird bei diesem Duft Probleme bekommen. Wer keine Maggi-Nase hat, wird sich über einen gewürzigen weißen Kürbis freuen, der gezuckert ist. Denn nach nichts anderem riecht der. Und diese gewürzte Pumpkin-Note, dadurch, dass er so rein ist und so rein duftet, löst bei mir das allererste Mal einen Maggi-Moment aus. Leider ist das so. Ich bin da aber ehrlich zu euch, weil ich weiß, dass viele Maggi-Nasen zugucken, die dann wahrscheinlich sagen, du bist doch selber eine Maggi-Nase, was erzählst du uns hier für einen Mist? Darum seid gewarnt. Aber es gibt auch viele unter euch, die diese Maggi-Nase eben nicht haben. Ich beneide euch darum, denn ihr nehmt hier, ich weiß, was ihr wahrnehmt, denn ich kann das auch erahnen, aber meine Nase ist halt sehr, sehr, sehr fein. Was auch den Vorteil hat, viele Maggi-Nasen haben eine sehr, sehr gute Duftempfindung. Das heißt, du kannst viele einzelne Duftsubstanzen herausriechen, ist ja auch was. Aber weißer Kürbis und Zucker kommt eben hier dann zum Vorschein. Also für alle, die keine Maggi-Nasen sind, ist das eine absolute Empfehlung, denn es ist ein weißer Gewürzkürbis, der sicherlich sehr, sehr, sehr lecker ist. Und ich bin gespannt, wie ihr ihn empfindet. Ich bin auch gespannt, was die liebe Petra riecht. Die hat keine Maggi-Nase, das weiß ich. Und viel Spaß mit White Pumpkin. Luna Moon ist der nächste Duft und ach, für sowas bin ich ja zu haben. Ne? Schon das Wachs, so dieses Nachtblaugrau, dieser silberne Glitzer, was dann wahrscheinlich die Sterne darstellen soll. Ich liebe solche kleinen, feinen, abgestimmten Details. Ich bin so ein detailverliebter Mensch, der ja, mich catcht halt sowas. Und Luna Moon, was hätte da jetzt Rosanes kommen sollen, versteht ihr? Ist der schön. Es ist ein parfümiger Schaumbad-Creme-Moment. Ihr riecht ein süßes Parfüm, ihr riecht Blüten, ihr riecht weiße Blüten, ihr riecht eine ganz edle, cremige, weiße Bodylotion aufgrund dieser weißen Blüten. Ihr riecht eine Vanille, die hier drin ist. Es hat so einen Tonka-Bohnen-Moment, es hat aber auch so einen ganz leichten, frischen Charakter. Es riecht einfach, als wenn ihr ein ganz, ganz edles Schaumbad nehmt, was so einen cremigen, weißen Blütenmoment hat, fast schon so ein bisschen wie so ein Darf-Moment. Und ihr habt das Fenster offen und es kommt so eine eiskalte Nachthimmelluft mit vielen Sternen rein, die ganz, ganz klar riecht, vielleicht auch wenn so ein bisschen Schnee fällt. Und diese Kälte und dieser weiße, süße, frische Creme-Moment, der hier durchkommt, so riecht das. Luna Moon, man hätte diesen Duft nicht besser benennen können, denn genauso riecht der. Nach einem süßen, cremigen Parfüm, Schaumbad, Duschbad, wie auch immer, Bodylotion. Und nach einer kalten Nacht. Und diese Kühle hat so einen leichten zitrischen Einschlag, aber nur ganz leicht. Das ist nur so ein Unterton, der mitschwingt. Und der ist so wunderschön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Traumhaft. Traumhaft schön. Und er erinnert mich, wer den Klassiker Luna kennt von Scentsy, in diese Richtung geht er. Also ein ganz fantastischer Duft, sehr, sehr angenehm, sehr, sehr leicht, sehr, sehr einlullend, hat einen ganz kleinen Lavendeleinschlag, aber dieses Lavendelige ist wirklich bloß so, wenn man die Augen schließt und es weht so ganz leicht vorbei, aber wird sofort in der Creme abgemischt. Es gefällt mir unheimlich gut, es ist ein guter Nachtduft, so möchte ich mein Kopfkissen einsprühen, ich liebe den, es ist ein ganz wunderschöner Duft. Eine absolute Empfehlung. Ein Ranking brauche ich nicht zu machen, mir gefallen sie fast alle. Und zwei Stück habe ich noch und wir gucken mal, was noch kommt. Luna Moon, toll. I smell fall. Ich rieche Herbst. Ja, ich rieche auch Herbst, wenn ich das Fenster aufmache. Da muss ich nicht viel tun. Es sei denn, der Himmel ist mal wieder bewölkt und vollgesprüht mit was auch immer die uns da vollsprühen. Aber wenn man durch den Wald geht, sollte man den Herbst riechen. Das mache ich auch sehr, sehr gerne. Können wir uns bitte mal über diesen herbstlichen Swirl hier unterhalten? Dieses orange, dunkel, orangene, aprikosenfarbene, spätherbstliche, herrliche Wachs mit diesem Einschlag. So, und ich möchte für euch riechen, wie denn wohl der Herbst bei der Jenny riecht, bei Traumdüfte. Ihr riecht Apfel, ihr riecht Aprikose, ihr riecht Gewürze, ihr riecht Zimt, ihr riecht Nelke, ihr riecht so ein bisschen Laub,
aber ihr riecht auch frische, knackige Herbstspätäpfel, ihr riecht Kürbis und ihr riecht diese sonnengereiften Früchte, wenn sie von den Bäumen fallen, ihr riecht Blätter, ihr riecht Sonnenstrahlen und ihr riecht diese Gewürzmischung mit Zimt. Und genauso riecht der Herbst. Es gefällt mir so gut, der Duft. Es ist ein Apfel-Aprikosen-Kürbis-Duft mit Zimt, mit Nelke, mit Blätterlaub. So muss Herbst riechen. Icemell Fall hätte nicht schöner gegossen sein können und erinnert mich an wunderschöne Herbsttage in guten alten Zeiten. Und ich hoffe, dass wir die in diesem Herbst auch genießen dürfen. November soll sonnig und schön werden. Und ich freue mich auf diesen Duft. Ganz, ganz toll. Icemell Fall. Der letzte Duft für den diesjährigen November Restock bei Traumdüfte ist Shortbread. Und Shortbread, denke ich auch, da ist nicht viel falsch zu machen. Wer Shortbread kennt, das ist ja so ein großer, ist nicht Kuchen, das ist so ein Keks, so ein Mürbeteigkeks. So ein fast schon herberer Mürbeteigkeks. Sieht auch tatsächlich so aus, nicht ganz so gelb, ein bisschen bräunlicher. Und ich möchte schnuppern. Genau so riecht er. So riecht ein Shortbread. Er riecht einen Vanillekeks, einen Butterkeks. Und wer sich unter Shortbread nichts vorstellen kann, wenn er hier in die Packung reinriecht, er riecht nach einem schönen Butter-Leibniz-Keks. Ein Butterkeks, wie er im Buche steht, wenn ihr eine Leibniz-Keks-Packung aufreißt und da reinriecht, so riecht er. Ein bisschen mehr Vanille müsst ihr euch vorstellen. Keine Gewürze, kein Zimt, kein gar nichts. Er riecht nach Leibniz-Butterkeksen. Mit etwas mehr Vanille. Und ich liebe solche einfachen Keksdüfte. Mir gefällt das super gut. Ich liebe sowas in der Küche. Mir gefallen diese Düfte. Ich mag das sehr, sehr, sehr gerne. Und ich freue mich auf Shortbread, weil ich Shortbread einfach mag. Ich esse das auch sehr, sehr gerne. Und einen schöneren Abschluss hätte man gar nicht finden können. Denn einfach so genial ist er auch. Shortbread, eine große, große Empfehlung von mir. So sieht Glück aus, meine Lieben. Wir haben es geschafft. Das ist der November Restock, der am 29. um 12 Uhr kommt. Und da könnt ihr shoppen nach Herzenslust. 29.10. 12 Uhr, merkt euch das. Der Sale gilt weiter. Der Code ist 5 Jahre. 25% bekommt ihr, 30% sogar auf Sale. Und der aktuelle Restock ist natürlich immer vom Sale ausgeschlossen. Das darf klar sein. Und auch auf die Customs gibt es 10%. Und wer sich noch etwas selber zusammenstellen möchte mit einer Custom-Bestellung, das ist ja auch immer sehr, sehr beliebt bei euch, der sollte das jetzt tun. Denn im Dezember ist dann der Custom-Shop geschlossen. Das kann ich auch verstehen. Auch die Jenny möchte irgendwann mal Weihnachten feiern und wird wahrscheinlich jetzt schon wunde Finger haben vom Gießen, weil ihr so viel bestellt. So sollte es sein. Und jeder, der bestellt, kriegt natürlich nicht nur einen schönen Sale, sondern er hat auch noch ein kleines Dankeschön. Und ich habe es diesmal auch nicht aufgerissen, sondern ich habe es zugelassen und ich öffne es mit euch gemeinsam. Wir gucken mal. So, da ist immer sehr, sehr großzügig, wie ich finde. Und wir haben Lavender Bedtime Bath Vanilla Kaschmir. Sie hat sich also was zusammengegossen und es wurde schon mal sehr, sehr schön. Oh, guckt euch das mal an, wie toll. So, ich schnuppere mal. Oh, das riecht wie ein Babybad. Oh, als meine Daisy noch ganz, ganz, ganz klein war, hatte die immer so ein Schaumbad, so ein Babyschaumbad und das roch genauso. Das roch nach Lavendel ganz leicht und nach Vanille und nach Kaschmir. Und das ist so eine schöne Custom-Zusammenstellung. Das gefällt mir so, so gut. Das riecht wie so ein einlullendes Babyschaumbad mit Vanille und Lavendel. Lavendel plus ganz dezent. Huch! Und was haben wir hier? Magic Wand. Ein Goodie für dich. Magic Wand. Was heißt Wand? Petra weiß das bestimmt. Die ist gut in Englisch. Wand weiß ich jetzt auch nicht. Magic, magische Wand. Ich weiß es nicht. Lasst mal riechen. Das ist ein Zitronenkuchen. Lemon Pound Cake. So riecht der. Als wenn ihr einen Zitronen nimmt, zwei Bonbon knackt und jemanden anhaucht. Ein so leckerer Duft. Es gefällt mir ganz gut. Und diese kleinen Rührkuchen ja sowieso.
Ich bin glücklich. Ich werde den jetzt düfteln, denn der macht mich glücklich und froh. Zitrone sowieso, meine Lieben. Habt einen wunderschönen Tag. Je nachdem, wann ihr dieses Video seht, einen wunderschönen guten Morgen, einen schönen guten Tag, einen guten Abend, später eine gute Nacht. Bleibt oder werdet gesund. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst mir, Liebe, da einen Daumen nach oben, ein Abo würde ich mich sehr freuen. Guckt bei der lieben Petra rein. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder, da bin ich mir sicher. Alles Liebe für euch, danke fürs Zugucken und bis ganz, ganz bald. Tschüss, eure Claudi.